Ja, also wir haben gesehen, dass die konstanten Splines gerade von der Dimension her eins zu wenig haben, um die Interpolationsbedingungen zu erfüllen. Die linearen Splines haben von der Dimension her gerade perfekt, um diese Interpolationsbedingungen mit n plus 1 Punkten zu erfüllen. Und es liegt nahe, dass wenn wir jetzt Splines höheren Grades haben, dass wir dann zusätzliche Freiheitsgrade mit reinbekommen. Also von konstant auf linear ist die Anzahl der Freiheitsgrade um 1 gewachsen. Die Dimension des Vektorraums ist um 1 gewachsen. Wenn wir jetzt noch eins höher gehen zu den quadratischen Splines, würden wir wahrscheinlich vermuten, dass wir n plus 2 haben als Dimension, da wir ja gesehen haben, das Ableiten bringt uns gerade in den Spline-Raum von einem Grad weniger. Umgekehrt Stammfunktion bilden, da kommt gerade ein Freiheitsgrad mit dazu. Die Stammfunktion ist nur bis auf Addition einer Konstante eindeutig festgelegt. Das heißt, bei jedem Stammfunktion bilden kommt ein Freiheitsgrad dazu. Dementsprechend würden wir erwarten, dass wir bei quadratischen Splines n plus 2 haben, bei kubischen Splines entsprechend n plus 2 und so weiter. Das ist auch tatsächlich so. Ich möchte Ihnen das noch ganz sauber beweisen. Lemma 5.3. Die Dimension von unserem allgemeinen Spline-Raum vom Grad n. Dimension Spline-Raum vom Grad n über einem Delta mit n plus 1 Punkten. Delta, die ist gleich n plus m. Für alle n in n0, also konstante Splines mit eingeschlossen. Und das m, das darf aus n sein. Wir hatten unsere Nummerierung ja mit dem nullten Knoten bis zum n-ten Knoten genommen, also mindestens zwei Knoten nehmen wir an, dass wir ein Gitter haben. Das brauchen wir mindestens. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf der ersten Folie explizit hingeschrieben habe, aber ich habe es implizit drin, weil ich gefordert habe, der erste Knoten ist A, der zweite Knoten ist B und B soll größer sein als A. Also die ganze Voraussetzung macht keinen Sinn, wenn ich nicht mindestens zwei Knoten habe. Also m muss mindestens 1 sein. Ja, wie beweisen wir das Ganze? Nun, wir wissen, was für n gleich 0 und n gleich 1 passiert. Wir wissen, wie wir von n auf n minus 1 kommen, nämlich durch Ableiten bzw. den anderen Weg durch Stammfunktion bilden. Das heißt, es bietet sich an, eine Dimension, eine Induktion über n durchzuführen. Also Beweis per Induktion über n. Ja, für den Induktionsanfang haben wir sogar schon zu viel. Wir wissen nicht nur den Induktionsanfang, dem S 0, Delta, dass das die Behauptung da stimmt, gleich n, das hatten wir schon gezeigt. Wir hatten, das war Beispiel 5.2, das hatten wir schon gezeigt und wir hatten auch noch eins mehr gezeigt. Wir hatten auch schon gesehen, dass die Dimension S1, Delta, dass die auch n plus 1 ist. Das heißt, da ist unsere Formel auch erfüllt. Das heißt, wir nehmen uns als Induktionsanfang, nehmen wir mir der Einfachheit halber n gleich 1. Da muss ich nämlich nicht darauf achten in den Argumenten gleich, ob ich irgendwas mit linkem Randpunkt und Unstetigkeit oder so noch verwende. Das ist immer ein bisschen einfacher mit den n gleich 1 Splines umzugehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo nötig wäre, aber es macht mir das Leben einfach leichter, wenn ich darüber gar nicht nachdenken muss, sondern stetige Splines habe, die in allen Punkten auch tatsächlich immer auf dem ganzen Intervall definiert sind, auf dem ganzen Teilintervall. Ja, wie machen wir dieses Argument jetzt sauber, dass bei Stammfunktion bilden ein Freiheitsgrad mehr auftaucht? Wir nehmen jetzt also an, für den Induktionsanfang haben wir damit gemacht, also für n gleich 0 und n gleich 1, hier habe ich Quatsch schon geschrieben, für S0 Delta ist entsprechend gleich m und hier ist es m plus 1, also für n gleich 0 und für n gleich 1 stimmt damit unsere Behauptung. Wie machen wir jetzt den Induktionsschritt von n auf n plus 1? Induktionsschritt n auf n plus 1. Angenommen also, wir hätten schon gezeigt, dass Sn Delta die Dimension n plus m hat und Sn Delta entsprechend die Dimension Sn Delta gleich n plus m hat für ein n größer gleich 1, dann wissen wir, es gibt eine Basis von Sn Delta. Also das für n gleich 1 haben wir es gezeigt, dann haben wir also eine Basis aus entsprechend so vielen Elementen, wie wir n plus 1 haben. Also das heißt, wir haben eine Basis von Sn Delta, nennen wir die entsprechend klein s1, s2 und so weiter bis klein sn plus n. Das sei eine Basis von Sn Delta. Und wir müssen zeigen, wir finden eine Basis mit genau einem Element mehr von dem Raum Sn plus 1
Delta. Ja, wir haben eine Basis von Sn Delta. Wir wollen eine Basis haben von Sn plus 1 Delta. Das heißt, ich brauche ein linear unabhängiges erzeugendes System. Das heißt, ich habe irgendein Ding gegeben aus Sn plus 1 Delta. Und jetzt muss ich das irgendwie in dieser Basisdarstellung schreiben können. Das Erste, was ich ausnutzen kann, ist, dass ich durch Ableiten in dem entsprechend kleineren Spline-Raum lande. Das heißt, angenommen, ich habe irgendein S, sei S in groß S, Sn plus 1, Delta, dann kann ich das S nicht in dieser Basis von Sn Delta entwickeln, aber ich weiß, die Ableitung ist dann in Sn Delta. Also dann ist S' ist in Sn Delta. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann das S' in dieser Basis von Sn Delta entwickeln. Das heißt also, es gibt Koeffizienten, sodass ich, wenn ich mein S' schreiben kann, als eine entsprechende gewichtete Summe dieser S1, S2 und so weiter ausdrücken. Also das heißt, dann kann ich mein S' entwickeln in diese Basis. Das heißt, es gibt Koeffizienten Lambda 1 bis entsprechend Lambda m plus n. In R, so dass S' von x gleich ist die Summe Lambda i Si von x i gleich 1 bis m plus n. Achten Sie, die Nummerierung ist jetzt ein bisschen anders, als wir das vorhin in dem Beispiel gemacht hatten. Da hatten wir die Nummerierung ab 0 losgehen lassen, weil das gut dazu passt, dass wir eben diesen nullten Knoten haben. Jetzt haben wir einfach abstrakt irgendeine Anzahl von Basiselementen. Das heißt, wir nehmen unsere Nummerierung von unserer Summe, ist entsprechend auch einfach nur von 1 bis m plus n, weil wir m plus n Basiselemente haben. Diese m plus n Basiselemente spannen uns den Raum Sn Delta auf. Und jetzt entsprechend haben wir ein S aus Sn plus 1 Delta. Dann ist die Ableitung in Sn Delta. Dann ist das entsprechend so eine Summe aus m plus n von diesen Basisfunktionen. Ja, wie kriege ich damit jetzt entsprechend raus, was S' von x ist? Ich brauche eine Basis von Sn plus 1 Delta. Das heißt, ich brauche irgendwas, ich muss das S von x irgendwie als Linearkombination schreiben. Ja, das kriege ich aus der Formel aber einfach dadurch raus, dass ich sage, von S' kriege ich S hin, indem ich die Stammfunktion bilde. Also nehme ich entsprechend auf der rechten Seite von den SIs die Stammfunktion. Also was ich mache ist, ich nehme mir die SIs als von den SIs Stammfunktionen. Das heißt also, ich nehme mir Stammfunktionen S1 Schlange, S2 Schlange und so weiter bis S Schlange m plus n. Das seien Basisfunktionen, das seien Stammfunktionen. Der SIs. Ja, die gibt es offensichtlich. Wir sind ab mindestens i gleich 1, wir sind ja schon nicht ab i gleich 1, wir sind ab mindestens n gleich 1. Wir haben da stetige Funktionen. Für stückweise Konstante wird es natürlich auch gelten. Aber so ist ganz einfach. Wir haben da stetige Funktionen in diesem Raum S1 Delta drin. Alles sind also mindestens stetig mit unseren Basisfunktionen, die wir bisher hatten, auf einem kompakten Intervall. Entsprechend existieren da die Stammfunktionen. Ja, und dann kann ich mein S von x entsprechend schreiben als eine Linearkombination der Stammfunktion. Ja, zumindest fast kann ich das so schreiben. Was damit erstmal folgt, ist, dass, das kann ich so schreiben, dass wenn ich hier in der Summe die Stammfunktion nehmen würde, Summe i gleich 1 bis m plus n, Lambda i s i Schlange, also Stammfunktion von s i von x, dann wäre diese Summe so, dass wenn ich sie ableiten würde, käme gerade die Summe Lambda i s i bei raus. Und das heißt, was ich hier habe, ist so, dass die Ableitung davon auch S' wäre. Daraus folgt nicht, dass das, was ich hier hingeschrieben habe, gleich S ist, aber es folgt, dass die Ableitung von der Differenz zu S gleich 0 ist. Also ich weiß jetzt, dass S von x minus dieser Ausdruck hier, dass hiervon die Ableitung gleich 0 ist. Das heißt, ich habe zwar etwas hingeschrieben, ich könnte mir damit etwas konstruieren, was dieselbe Ableitung hat wie mein Spline. Deswegen stimmen die Dinger noch nicht unbedingt überein, aber Sie wissen, wenn die Ableitung gleich 0 ist von einer Funktion, dann muss die Funktion selber konstant sein. Das heißt, die Differenz zwischen dieser Summe der Stammfunktion der Basiselemente und dem Spline, den ich irgendwie entwickeln wollte in Basiselemente, das kann sich nur noch um eine Konstante unterscheiden. Also daraus folgt, dass dieser Ausdruck S von x minus die Summe i gleich 1 bis m plus n
Lambda i s i tilde von x, der muss gleich konstant sein. Geben wir dem einen Namen, sei dieser Wert Lambda in R. Ja, und dann bedeutet das ja, dass unser S von x gleich ist, diese Summe, i gleich 1 bis m plus n, Lambda i, S i tilde von x. Und der Unterschied zwischen den beiden ist Lambda, also S von x ist Lambda plus diese Summe. Und Lambda plus diese Summe, rechts stehen noch Funktionen, Lambda ist einfach ein konstanter Wert, das kann ich auch so sagen, dass ich habe, da habe Lambda mal die konstante Funktion 1 von x, die einfach überall auf dem ganzen Intervall ab gleich 1 sein soll. Ich mache das mal, damit das, doch ich bleibe bei diesem Ausdruck, 1 von x, das heißt dieses 1, lustige 1 von x, das soll gleich sein, die charakteristische Funktion auf dem ganzen Intervall ab von x, also einfach die Funktion, die überall gleich 1 ist. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Ich kann mein s von x zwar nicht unbedingt in der Linearkombination der Stammfunktionen der Basis von dem Spline-Raum einen Grad weniger entwickeln, aber ich kann es entwickeln in eine Summe aus diesen Stammfunktionen, wenn ich noch die konstante Funktion dazu nehme. Das heißt, ich habe gerade eine Funktion mehr, die ich brauche in meinem erzeugenden System. Damit ist dann nämlich gerade gezeigt, daraus folgt dann nämlich, dass das System 1-Funktion, also einfach die konstante Funktion zusammen mit S1, S2 und so weiter, meine Basisfunktion vom Spline-Raum 1 Grad weniger, davon die Stammfunktion gebildet, zusammen mit der konstanten Funktion ist erzeugenden System von Sn plus 1 Delta. Damit sind wir fast fertig. Erzeugenden System haben wir gezeigt. Damit folgt schon mal, dass die Dimension von Sn plus 1 Delta, die ist höchstens n plus 1 plus m, denn da haben wir ja n plus 1 plus m Dinger drin, die das Ding entsprechend erzeugen. Aber es könnte natürlich sein, dass ich mich bei der Konstruktion dämlich angestellt habe und dieses extra Ding gar nicht bräuchten würde. Also die Frage ist noch, sind die auch linear unabhängig oder kann ich vielleicht doch auch einen davon verzichten, und das kann ich aber nicht. Die lineare Unabhängigkeit, die kann man ebenfalls ganz leicht, ganz klassisch zeigen. Also lineare Unabhängigkeit noch streng nach Definition gezeigt. Wir nehmen an, wir hätten eine Linearkombination, die gleich 0 ergibt, zeigen, dass dann alle Koeffizienten da drin gleich 0 sein müssen. Also lineare Unabhängigkeit angenommen, wir hätten das so eine Linearkombination Lambda mal 1 Funktion von x plus die Summe i gleich 1 bis m plus n Lambda i s i tilde von x. Angenommen, das wäre 0 für alle x in a b, also wir sind in diesem Raum der linearen, in diesem Vektorraum der linearen Splines, also die Objekte, die wir da haben, sind Funktionen von a b nach r, und wir hätten also entsprechend angenommen, dass diese Linearkombination aus den n plus 1 plus m Basisfunktionen, die ich gerade mir angeguckt habe, dass die gleich 0 ist, und gleich 0 bedeutet gleich 0 in dem Spline-Raum, also die Nullfunktion von A, die alles von A auf AB nach auf 0 entsprechend ableitet. Ja, wenn die überall gleich 0 ist, wie kriege ich da jetzt was raus, dass diese Koeffizienten Lambda und Lambda i alle gleich 0 sein müssen? Naja, ich weiß was über die Ableitung von diesen Ausdrücken. Ich weiß, die S i Tilde sind so, dass die Ableitung davon die Basis von S n Delta gebildet haben. Also leite ich den Ausdruck ab. Daraus folgt, wenn die Funktion überall gleich 0 ist, kann ich sie differenzieren. Und die Ableitung ist auch gleich 0. Die Ableitung der 1-Funktion ist aber gleich 0. Das heißt, hieraus folgt, dass die Ableitung von diesem Ausdruck i gleich 1 bis m plus n Lambda i, Ableitung wäre dann si von x, das müsste entsprechend auch die Nullfunktion sein für alle x in a, b, indem ich ableite, d nach dx. Und die SIs sind aber eine Basis, das heißt, wenn ich von den SI eine Linearkombination habe, die gleich 0 ergibt, dann müssen die ganzen Koeffizienten gleich 0 gewesen sein. Also da die SIs eine Basis sind, 1 bis Sn plus n,
Das ist eine Basis. Das heißt, die Dinger sind linear unabhängig. Das heißt, hieraus folgt die ganzen Koeffizienten Lambda 1, Lambda 2 und so weiter. Die müssen alle gleich 0 sein. Das heißt, die hinteren müssen schon mal alle gleich 0 sein. Warum muss auch der letzte Koeffizient Lambda gleich 0 sein? Naja, diese Gleichung Stern, wenn Sie die einsetzen, dass Sie schon wissen, dass Lambda 1 bis Lambda n plus n gleich 0 ist, dann steht da Lambda mal der konstanten 1-Funktion ist gleich die 0-Funktion und das ist natürlich nur erfüllt für Lambda gleich 0. Also aus Stern folgt damit dann auch Lambda gleich 0 und damit haben wir insgesamt auch die lineare Unabhängigkeit gezeigt. Und damit dass die Dimension, dann ist es eine Basis und dann ist die Dimension von Sn plus 1 Delta entsprechend n plus 1 plus m. Damit haben wir den Induktionsschritt fertig und entsprechend uns die Dimension überlegt. Ja, und was heißt das jetzt für uns, für das, was wir so für die Computergrafik vor Augen haben? Nämlich, da hat man schon motiviert, dass die kubischen Splines wahrscheinlich das sind, was für uns ganz furchtbar natürlich ist. Wenn wir Polynome vom Grad 3, das ist uns relativ egal, ob wir da Polynome vom Grad 3, 4 oder 17 haben, aber was eine sehr natürliche Eigenschaft ist, ist zu sagen, dass wir C2-Verbindungen zwischen den Stücken haben. Also eine Änderung in der Steigung, das sehen Sie sofort, das sind diese Zickzack-Linien, aber eine Änderung in der Krümmung, das ist eben auch noch was, was man typisch sieht und wo man mit bloßem Auge sagt, da passt irgendwas, das passt nicht so ganz zusammen. Und eine Änderung in der dritten Ableitung ist was, was ich zumindest eigentlich nicht mehr sehen kann. Das heißt, das ist gerade so die Grenze, wo man für die Computergrafik gerne reingehen würde. Das heißt, was wir gerne hätten, wären kubische Splines. Dann überlegen wir uns erstmal, was diese Dimensionsargumente für die kubischen Splines bedeuten. Also 5.2 Konstruktion kubischer Splines. Wir wissen, die Dimension S3 Delta wäre dann entsprechend m plus 3. Das heißt, wir haben m plus 3 Freiheitsgrade. Jedes Ding können wir schreiben als eine gewichtete Summe von Basiselementen mit entsprechend m plus 3 Koeffizienten davor. Wir haben also m plus 3 Koeffizienten, die wir einstellen können. Und wir haben m plus 1 Interpolationsbedingungen. Und das ist offensichtlich auch ein lineares Gleichungssystem. Jede Interpolationsbedingung sagt, dass diese gewichtete Summe gleich ein bestimmter Wert sein muss, ist also eine lineare Gleichung an unsere Koeffizienten. Wenn die Basisfunktionen festgelegt sind, haben Sie entsprechende Linearkombination dieser Basiselemente, muss an n plus 1 Punkten entsprechend n plus 1 Werte haben, gibt Ihnen also n plus 1 Gleichungen, lineare Gleichung mit n plus 3 Unbekannten. Das heißt, Sie haben noch zwei Freiheitsgrade, die Sie noch festlegen könnten bei dem kubischen Spline. Sie haben eine Uneindeutigkeit drin und die Frage ist, was macht man mit diesen zwei zusätzlichen Freiheitsgraden? Und da gibt es verschiedene natürliche Möglichkeiten. Das Wort natürlich sollte ich nicht sagen, weil nur eine der Möglichkeiten nennt man natürlich, aber die anderen sind eben auch welche, die sehr naheliegend sind. Also Definition 5.4, wenn wir einen kubischen Spline haben, der S aus S Delta, 3. Jetzt muss ich gucken, ich glaube, ich habe immer n, Delta geschrieben, also auch hier S3, Delta, der unsere Interpolationsaufgabe schon erfüllt, also S von xi gleich y, i schon erfüllt, i gleich 0 bis n, der heißt. Ja, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich jetzt noch zwei Freiheitsgrade mehr habe? Dann heißt, ich kann noch zwei Forderungen mehr an das Ding stellen. Also der geht durch alle Punkte durch, die ich gemalt habe. Zwei Forderungen mehr kann ich noch anstellen. Ja, und jetzt wäre die erste Forderung zu sagen, naja, wenn er durch die Punkte durchgeht, die ich haben wollte, dann kann ich, also wenn die Funktionswerte stimmen, denken Sie an Hermite-Interpolation bei dem Polynom, dann könnte ich zum Beispiel noch fordern, dass irgendwelche Ableitungen auch stimmen. Das heißt, ich habe noch zwei Freiheitsgrade. Ich könnte von dem Ding also noch fordern, dass er an zwei Stellen auch noch die richtige Ableitung hat. Welche zwei Stellen sind irgendwie ausgezeichnet bei so einem Gitter? Dann ist das der linke und der rechte Randpunkt. Und das kriegt entsprechend einen Namen. Also das ist etwas, was man in der Praxis durchaus machen würde. Ich sage, meine Linie, die ich da zeichne, die soll so losgehen, ich gebe dir eine Anfangsrichtung
vor, mit der die losgehen soll. Das heißt, ich gebe meinem Spline gebe ich eine Anfangssteigung vor und ich gebe dem Spline eine Endsteigung mit vor. Da stellen Sie schnell fest, Sie können, wenn Sie sich zu Punkte mit einer Linie verbinden, das klappt auch noch relativ problemlos, wenn Ihnen jemand sagt, in welche Richtung Sie anfangen sollen und in welche Richtung Sie aufhören sollen. Dann kriegen Sie das ebenfalls gut durchgezeichnet. Entspricht gerade diesen zwei Freiheitsgraden. Und das Ganze nennt man dann vollständig interpolierend, weil wir so viel interpoliert haben, wie eben geht. N plus 1 Punkte plus 2 Ableitungen. Vollständig interpolierend. Falls S' von x0 auch noch gleich ist irgendeinem vorgegebenen Wert y0' und S' von xm irgendeinem vorgegebenen Wert ym' ist zu vorgegebenem y0' ym' in R. Das heißt also, Sie kriegen nicht nur Punkte vorgegeben, Sie kriegen auch vorgegeben, in welche Richtung es losgehen soll. Und dann denken Sie durchaus wieder an diesen Spline im Sinne von einer Latte, die Sie irgendwo durchgebogen haben und die soll durch gewisse Punkte durchgeben. Wenn Sie das entsprechend machen, Sie legen diese Latte durch die Punkte durch, dann können Sie an dieser Latte auch, Sie können den ersten Punkt der Latte auch ja so eine richtige Einfassung geben, dass Sie erzwingen, dass die Latte in eine gewisse Richtung losgeht. Die wird sich dadurch vielleicht mehr krümmen, als sie das tun würde, wenn sie das nicht vorgeben, aber wenn sie das, aber sie könnten das machen. Also sie könnten das Regal, wenn das entsprechend so gehen würde, sie könnten das so starten lassen, dass sie am vorderen Punkt ziehen und den vorderen Punkt entsprechend so drehen und fixieren, dass es erstmal viel zu weit nach oben losgeht. Und dann würde sich das Ding eben entsprechend irgendwie kanonisch so biegen, dass es eben mit einer etwas größeren Krümmung da durchgehen würde. Ja, sie könnten es aber auch lassen, also sie könnten das Ding also auch nicht in eine vorgegebene Richtung am Anfang zwingen und nicht in eine vorgegebene Richtung am Ende zwingen. Und was würde diese Latte dann machen? Nee, diese Latte hätte keinen Grund, mehr gekrümmt zu sein, als sie unbedingt müsste, um durch diese interpolierenden Punkte zu gehen. Das heißt, insbesondere würde diese Latte nicht mit irgendeiner Startkrümmung losgehen. Wenn Sie an dem ersten Punkt drehen, dann müssten Sie da eine Kraft ausüben, weil Sie am vorderen Punkt schon anfangen, die Latte irgendwie zu krümmen. Und wenn Sie das nicht machen, würde das also gerade dem entsprechen, was diese Latte annehmen würde, würde gerade dem entsprechen, was Nullkrümmung am Anfang und am Ende entspricht. Weil das ist das, was die entsprechend natürlich gerne machen möchte. Wenn, solange sie keine Kraft drauf ausüben, krümmt sich das Ding nicht am Anfang und am Ende. Und dieses Nullkrümmung am Anfang und am Ende würde also gerade bedeuten, dass die zweite Ableitung am Anfang und am Ende gleich Null ist. Sind auch zwei lineare Bedingungen. Passt also auch wunderbar von der Dimension her. Also Teil B, der kubische Spline heißt natürlich, wenn er das macht, was so ein elastischer Draht oder eine Latte natürlich machen würde, nämlich zweite Ableitung an der Stelle x0 gleich 0 und entsprechend an der letzten Stelle genauso. Ja, und das Letzte, was Sie sich überlegen könnten oder was ebenfalls etwas ist, was man in der Praxis häufiger mal braucht, wäre, dass Sie sagen, am Ende des Splines ist am Anfang des Splines. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben das Ganze zum Beispiel in zwei Dimensionen und haben sowohl in der X-Koordinate als auch in der Y-Koordinate so ein Spline durchgelegt, dann möchten Sie vielleicht, denken Sie an so eine Roboterbewegung, dass der am Ende wieder am Anfang ist. Das heißt, Sie möchten, dass Sie am letzten Punkt wieder am vorderen Punkt sind. Das kriegen Sie einfach über die Interpolationsbedingungen hin. Sie wählen sich einfach das ym so, dass es gleich y0 ist in allen Raumrichtungen, wo Sie sich entsprechend bewegen. Soll letzter Punkt gleich erster Punkt sein. Aber dann hätten Sie entsprechend an der Stelle, wird sich was ändern, weil Sie kommen da mit einer gewissen Steigung an und dann gehen Sie wieder los, so wie Sie beim ersten Punkt losgegangen sind. Das heißt, Sie hätten einen Knick zwischen dem Endpunkt, wenn der wieder der Anfangspunkt ist. Und den Knick kriegen, könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie noch Freiheitsgrade haben, den kriegen Sie weg, wenn Sie sagen, ich möchte mit derselben Steigung hinten ankommen, wie ich vorne losgelaufen bin, weil dann kann ich zwei Splines hintereinander hängen und habe entsprechend eine C1-Funktion immer noch. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir fordern, dass wir periodisch sind, wenn nämlich unsere Steigung am Anfang gleich der Steigung am Ende entspricht. Und dann hätten wir entsprechend das so, dass wir den Spline einfach hinter sich selbst hängen können und haben keinen Knick in der Ableitung drin. Das ist aber erst eine Bedingung. Wir könnten noch eine zweite Bedingung fordern. Und das passt natürlich wunderbar dazu, dass unser Spline, der ist ja ansonsten C2, also er soll nicht nur keinen Knick in der ersten Ableitung haben, der soll auch keinen Knick in der Krümmung haben. Also auch der soll auch
wenn ich ihn hinter sich selbst hänge, soll es auch eine C2-Funktion bleiben. Das heißt, wir können einfach als zweite Bedingung noch fordern, S2-x0 gleich S2-xm. Sind wiederum zwei lineare Gleichungen für in unserem entsprechend m plus 3-dimensionalen Raum. M plus 1 Gleichung haben wir über die Interpolationsbedingung, klingt also ebenfalls gut gleich viele Bedingungen, wie wir im Freiheitsgraden haben. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, das sind lineare Gleichungen, das sind entsprechend Freiheitsgrade, richtige Anzahl an Gleichungen und Freiheitsgrade. Das heißt, wir könnten eindeutige Lösbarkeit für diese drei Probleme A, B und C haben. Aber es ist eben nicht klar. Also wir haben eine Chance drauf, aber wir müssten uns jetzt überlegen, könnten uns zum Beispiel diese Gleichungen wirklich alle hinschreiben, könnten in die Koeffizienten, also könnten uns eine Basis überlegen, könnten wir uns die Gleichung entsprechend hinschreiben, dann hätten wir ein großes lineares Gleichungssystem und dann müssten wir uns überlegen, ist die Determinante der zugehörigen Matrix, ist die tatsächlich ungleich Null, ist dieses lineare Gleichungssystem tatsächlich eindeutig lösbar. Und das möchte ich Ihnen noch vorführen und wir gehen einen kleinen Umweg und man kann das leichter zeigen, als sich da wirklich eine Basis zu konstruieren. Also wir könnten eine Basis konstruieren, wir wissen ja wie, wir haben diese Basis der Hutfunktion, der Basis der konstanten Funktion. Wir wissen, durch Aufintegration dieser Funktion plus konstante Funktion dazu nehmen, würden wir eine Basis rauskriegen. Also auf die Art und Weise würde es gehen. Wir kriegen dann halt nur ein sehr kompliziertes lineares Gleichungssystem dabei raus und wir machen es uns ein Stück leichter, wenn wir uns das Folgende erstmal überlegen, da werde ich den Teil A, den schaffe ich auf jeden Fall noch heute. Ich mache es mal, weil die Beweise etwas technisch sind, mache ich stückchenweise und mache erstmal nur 5,5a mit Ihnen mit Beweisen. Dann gucken wir, wie viel wir von 5,5b noch schaffen. Man kann sich nämlich überlegen, ja, dass man sowas Ähnliches hat wie eine Basisdarstellung. Ich schreibe es Ihnen mal hin, wie das Ganze aussehen wird. Wenn wir unser S haben in S Delta 3, also wir haben einen kubischen Spline und dann überlegen wir uns, was müssen wir wissen über den kubischen Spline, um den festzulegen, damit der festgelegt ist. Und da spielt eine Sache, die dann eine große Rolle spielen wird, werden die Krümmungen sein an den Punkten, wo es ineinander übergeht. Und wenn Sie sich überlegen mit dieser Idee, kubischer Spline ist stückweise Polynom von Grad 3, wird schnell ein bisschen technisch, aber wenn Sie das Ding zweimal ableiten, dann ist es ein stückweise linearer Spline. Der stückweise lineare Spline ist wunderbar einfach, der verbindet einfach die Funktionswerte, die er hat. Das Ding zweimal abgeleitet, der stückweise lineare Spline, davon die Funktionswerte, das sind entsprechend gerade die Krümmungen des kubischen Splines. Das heißt, die Krümmungen des kubischen Splines sind das, was bei der zweiten Ableitung ich einfach nur mit geraden Linien verbinden müsste. Und dann habe ich bis auf dieses zweimal aufintegrieren, habe ich auch meinen kubischen Spline eindeutig festgelegt. Das heißt, diesen Krümmungen, dem werden wir einen Namen geben und werden bezeichnen, erstmal, wir nennen die Punkte, die wir haben, die werden wichtig sein. Also Si ist, was macht dieser kubische Spline an der Stelle Xi. Wir werden uns überlegen, was macht die Ableitung des kubischen Splines, Si' an der Stelle S' von Xi. Und wir überlegen uns, und das wird das entscheidende Ding sein, um das Ding dann auch zu konstruieren, was macht die zweite Ableitung, und da gebe ich einen speziellen Namen, die nennen wir Gamma I. Was macht die zweite Ableitung an so einem kubischen Spline? Also das soll entsprechend für I gleich 0 bis m so definiert sein. Und dann kann man sich überlegen, wenn ich Ihnen diese Werte gebe, das sind natürlich auch, also sind sicherlich viel zu viele, da haben wir eine gute Chance, aber wenn ich Ihnen diese Werte gebe, also wenn ich Ihnen sage, durch welche Werte soll der Spline durchgehen, der kubische Spline, welche Ableitung soll er haben in den Werten und welche Krümmung soll er haben in den Werten. Und Sie wissen auch schon, es ist ein kubischer Spline. Dann können Sie aus diesen Werten können Sie leicht rekonstruieren, wie der Spline aussieht. Und Sie müssen dafür auch kein großes lineares Gleichungssystem lösen, sondern wenn Sie diese ganzen Informationen haben, kann man einfach hinschreiben, wie der kubische Spline aussieht. Dann gilt nämlich, so sei, wir haben einen kubischen Spline, wir geben den Werten, den Ableitungen, den zweiten Ableitungen Namen. Und dann ist die Aussage von Lemma 5,5a, dass dieser Spline für alle x auf einem Teilintervall, also zwischen x minus i minus 1 und xi und alle i gleich 1 bis m, also auf dem i-ten Teilintervall von unseren i-ten, von unseren m-Dingern gilt, dass unser s von x einfach explizit gegeben ist durch die Formel s von x ist gleich si plus Si', jetzt kommt was so ein bisschen
der an die Taylor-Formel erinnert, am Anfang zumindest, si' plus x minus xi, also das wäre schon mal eine lineare Funktion, die in si den richtigen Wert hat, die in xi den richtigen Wert si hat und in xi die richtige Steigung si' hat, die kriegt auch die richtige Krümmung, indem ich ihr Gamma i mitgebe, x mal x minus xi zum Quadrat halbe. Ja, und das wäre also gerade meine quadratische Taylor-Approximation am Punkt xi an meinen kubischen Spline. Wäre der kubische Spline, ja, der ist ja stückweise kubisch, wäre der stückweise quadratisch, wäre diese quadratische Taylor-Approximation schon exakt, der ist aber kubisch, das heißt, der hört nicht auf mit x minus xi Quadrat, der hat auch noch irgendwas mit x hoch 3 mit drin. Und das, was da aber noch fehlt für dieses x hoch 3, das kriegen wir ebenfalls berechnet aus den Größen, die wir hier haben. Da müssen wir nämlich nur drauf addieren, Gamma i minus Gamma i minus 1 geteilt durch hi und hi soll sein xi minus xi minus 1, nicht 1 bis n. Also dieser Ausdruck Gamma i minus 1 durch hi, das ist entsprechend gerade die dritte Ableitung mal x minus xi hoch 3 Sechstel und damit ist die Formel dann exakt. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir eine explizite Darstellung für unseren kubischen Spline. Das heißt also für uns, die Punkte si kennen wir sowieso, durch die er durchgehen muss. Wenn wir zusätzlich auch noch die Ableitungen kennen würden von dem kubischen Spline in allen Punkten und zusätzlich auch noch die Krümmung kennen würden in allen Punkten, dann ist unser Problem gelöst und wir können den kubischen Spline einfach hinschreiben. Damit ist noch nicht gesagt, dass es einen kubischen Spline gibt, der diese Interpolationsaufgaben erfüllt. Damit ist einfach nur gesagt, wenn ich einen kubischen Spline habe, dann kann ich von dem kubischen Spline alles vergessen, bis auf Werte, Ableitung und zweite Ableitung. Und aus Werte, Ableitung und zweite Ableitung kann ich den kubischen Spline immer wieder eindeutig rekonstruieren. Ja, beweisen wir das Ganze. Und wir nehmen diese Idee, dass der kubische Spline vielleicht selber ein bisschen schwierig zu handeln ist mit Polynomen dritten Grades. Wenn ich das allgemein ansetze auf jedem Intervall, werden die Ausdrücke sehr groß. Aber die zweite Ableitung von dem Ding, die ist ganz furchtbar leicht zu handeln. Die zweite Ableitung ist nämlich einfach ein linearer Spline. Das heißt, Beweis ebenfalls erstmal nur von Teil A dieses Satzes. Wir wissen, also wir sind gestartet mit dem kubischen Spline. Jetzt wissen wir, für einen kubischen Spline ist S2' ist ein linearer Spline. Das heißt, S2' ist auf jedem unserer Teilintervalle xi minus 1 xi ein lineares Polynom. Und noch mehr, wir kennen auch die Randwerte dieses linearen Polynoms, nämlich S2' von xi minus 1, das wäre ja gerade gleich Gamma i minus 1 und S2' von xi ist gleich Gamma i. Das heißt, wenn wir die Krümmungen kennen, diese Gammas kennen, deswegen kriegen wir auch einen eigenen Ausdruck mit Gamma, die sind entscheidend. Wenn wir die haben, dann können wir die zweite Ableitung von unserem Spline schon gut rekonstruieren. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, wie wir da entsprechend auf den ganzen Ausdruck kommen. Also wenn wir uns jetzt angucken, was ist dieser Ausdruck, also wie wir uns jetzt damit den ganzen Spline rekonstruiert kriegen. Und ich mache das so, wir haben die Formel ja schon vom Himmel fallen lassen. Also ich beweise Ihnen jetzt, dass diese Formel tatsächlich gilt. Das heißt, den Ausdruck da auf der rechten Seite, den möchte ich gerne. Da haben wir Ihnen auch diesen kompletten Ausdruck auf der rechten Seite. Den möchte ich gerne f nennen. Ich kopiere Ihnen den mal rüber. Entsprechend hier. Also dieser komplette Ausdruck hier
den nennen wir f von x, dann muss ich den nicht lange aufschreiben und jetzt möchte ich also beweisen, dass f von x, oder zu zeigen, dass f von x ist das s von x, mit dem ich gestartet bin, von dem ich mir dann entsprechend die Ableitung, zweiten Ableitung, Auswertung genommen habe und damit das f definiert habe und dann, wenn ich das f so definiere, dass ich tatsächlich wieder auf s rauskomme. Also zu zeigen ist, dass f tatsächlich gleich s ist. Ja, und dann können wir uns erstmal überlegen, was ist mit f2'. Also gucken wir uns erstmal an, was ist mit f2'. Ist f2' gleich s2'? Und dann gucken wir uns mit Aufintegration an, stimmt auch die Konstante, die noch dazu kommt, wenn wir aufintegrieren und dann nochmal aufintegrieren. Also wir gucken uns erstmal an, was wäre f2' von x. f2' von x wäre ja gerade gleich, das müssen wir ein bisschen sauberer schreiben, wir definieren f auf dem ganzen Intervall ab nach r durch diesen Ausdruck hier für x in xi minus 1 bis xi und dann muss ich zeigen, dass f gleich s ist. Also gucken wir uns erstmal an, ob die zweite Ableitung stimmt. Das Ding ist abschnittsweise definiert, also gucke ich mir an, ob abschnittsweise die zweite Ableitung stimmt. Die zweite Ableitung von dem Ausdruck ist offenbar, da ist erstmal das SI ist konstant, fällt weg bei zweiter Ableitung, x minus xi ist linear, fällt weg bei zweiter Ableitung. Dann haben wir hier x minus xi Quadrat, einmal abgeleitet gibt zweimal x minus xi, nochmal abgeleitet gibt 2, das heißt hier kriegen wir Gamma i raus beim Ableiten und bei dem Ausdruck hinten x minus xi hoch 3 gibt 3x minus xi Quadrat, dann also 6x minus xi hoch 1, dann kürze ich die 6 weg, also haben wir hier entsprechend plus Gamma i minus 1 geteilt durch hi mal x minus xi für alle x in xi minus 1 xi. Ja, und jetzt haben wir uns gerade überlegt, s2' ist das diejenige lineare Funktion, die links durch x Gamma i minus 1 und rechts durch Gamma i geht. Das, was hier steht, ist linear, ein lineares Polynom mit f2' an der Stelle xi, sehen wir sofort, gleich Gamma i. Und was passiert an der Stelle xi minus 1? Naja, an der Stelle f2' xi minus 1 haben wir also xi minus 1 minus xi und hi war ja gerade xi minus 1, kürze ich also weg bis auf ein Minuszeichen, bleibt also noch übrig Gamma i minus Gamma i minus 1, mit einer Klammer drumherum bleibt also übrig Gamma i plus 1, Gamma i minus 1, Entschuldigung. Das heißt also, unser f2' ist gleich s2'. Das heißt, die rechte Seite, von der wir behauptet haben, das kann ich nicht mehr ganz lesen, diese rechte Seite, von der wir behauptet haben, dass sie gleich dem Spline ist, mit dem wir gestartet sind, die hat schon mal die Eigenschaft, dass ihre zweite Ableitung, die stimmt schon mal. Und das wäre auch gerade das, wie Sie drauf kommen könnten, wie man diesen letzten Ausdruck konstruieren muss. Den muss man eben gerade so, diesen letzten Term, den muss man gerade so konstruieren, dass die zweite Ableitung übereinstimmt. Ja, wie ist es mit der ersten Ableitung von f'? Wissen wir darüber auch was? Also wir könnten uns jetzt überlegen, gucken wir uns das direkt an, was ist mit der ersten Ableitung f' von x? Wir wissen, die f' von x. Ja, kriegen wir das auch hin, dass es gleich s' von x ist. Und wir wissen ja schon, f2' ist s2', also macht Sinn, f' durch Integration über f2' zu erhalten, also das als Integral f2' von t dt. Und dann macht es wieder Sinn zu sagen, wir sind im Intervall xi bis xi minus 1 oder xi bis xi plus 1. Also nehmen wir entsprechend als Integrationsgrenzen, nehmen wir uns von xi bis x und gucken uns das Ganze in einem angrenzenden Intervall an. Und dann haben wir, damit die Formel hier stimmt, müsste ich entsprechend hier plus f' von xi drauf addieren, dann passt das, Stammfunktion wäre f' an der Stelle x minus f' an der Stelle xi. Wir wissen schon, dass die zweite Ableitung gleich ist, also das ist hier xi bis x, s2' von t dt. Jetzt ist die Frage, was wissen wir über das f' von xi?
Also wissen wir, was f' von xi ist? Naja, wir wissen f' von xi. Ich blättere ihn noch einmal zurück. Wenn Sie sich den Ausdruck angucken, f' an der Stelle xi hat vorne si fällt weg wegen Ableiten. Hinten die Ausdrücke x minus xi Quadrat bleibt beim Ableiten x minus xi stehen, hat eine Nullstelle, x minus xi hoch 3 hat eine doppelte Nullstelle, dann noch die Ableitung, nur bei x minus xi kommt si' entsprechend raus. Das heißt, dieses f, was wir hier haben, wenn wir das ableiten an der Stelle xi, sind alle Terme 0 bis auf den Term mit dem si'. Das heißt, f' von xi, da folgt aus unserer expliziten Formel, das ist gleich si'. Ja, und si' ist entsprechend, ja, gerade hatten wir so definiert, die Ableitung von s. Strich an der Stelle xi. Das heißt, das ist das gleiche wie S' von xi an der Stelle und jetzt ist die Geschichte dann eben gleich S' von x mit HDI für S verwendet. Das Ganze gilt für alle x in xi minus 1 bis xi und da das Intervall beliebig war, das haben wir damit F' gleich S' überall gezeigt. Und jetzt machen wir den letzten Schritt nochmal genauso. Der letzte Schritt wäre jetzt also das Ganze für f' zu machen. Also gucken wir uns das noch an. Warum ist f' gleich s'? Dafür schreiben wir uns f von x als Integral von xi bis x f' von t dt plus f von xi. Wir haben schon gezeigt, unser f' ist gleich s' von t dt xi bis x. Die Frage ist wieder, warum ist f von xi auch gleich s von xi? Aber auch das sehen wir sofort der Gestalt von f von xi an. Hinten steht ja überall was mit x minus xi, x minus xi Quadrat, x minus xi hoch 3 drin. Das ist alles 0, wenn ich xi einsetze. Dementsprechend bleibt dann nur übrig das, was ganz vorne steht bei dem f und was ganz vorne stand bei dem f war entsprechend gleich si. Das heißt, und si war ja auch gerade nach Definition die Auswertung von s an der Stelle xi. Also hier haben wir plus s von xi. Und dann klappt das hier also mit demselben Argument. Auch hier haben wir gleich s von x für alle x in xi minus 1 bis xi. Und das heißt also, insgesamt haben wir damit gezeigt, wir haben eine explizite Formel für diesen kubischen Spline, wenn wir mehr wüssten, als wir eigentlich bräuchten. Wir würden von der Dimension her annehmen, dass wir brauchen nur die Interpolationspunkte, wir brauchen die Werte von dem Spline und wir brauchen ja zwei Zusatzbedingungen entsprechend dieser drei Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt haben wir gezeigt, wenn wir zu viel wissen, wenn wir nämlich wissen, alle Werte von dem Spline, alle Ableitungen in den Werten, alle zweiten Ableitungen in den Werten, dann können wir den zugehörigen Spline dazu hinschreiben, nämlich und haben einfach eine explizite Formel dafür. Das heißt, der Weg, den wir gehen werden in der letzten Vorlesung mit Stoff, nämlich am Donnerstag, wird der sein, wir werden uns überlegen, wie kriegen wir aus den Interpolationsbedingungen, wie kriegen wir damit die Gamma-Is ausgerechnet und die SI' ausgerechnet. Die SIs kennen wir ja eh schon. Und wenn wir das wissen, wie wir das ausgerechnet kriegen, dann kriegen wir mit dem, was wir gerade gezeigt haben, entsprechende explizite Formel für unseren kubischen Spline. Und was dabei gleichzeitig noch mit folgen wird, ist, dass tatsächlich dieser kubische Spline mit den genannten Bedingungen, mit allen drei Varianten A, B und C auch jedes Mal tatsächlich eindeutig lösbar ist. Gleiche Anzahl an Unbekannten heißt dann noch nicht automatisch auch eindeutig lösbar, dass die Determinante des zugehörigen linearen Gleichungssystems ungleich Null ist, dass wir da wirklich eindeutig lösbar sind. Das wird entsprechend dann mitfolgen. Das alles am Donnerstag und ich danke Ihnen fürs Zuhören.